Ich habe eben irgendwann mal ein Stück von John Cage gespielt. Der hat eine Muschel verwendet. Die klingt. Man muss diese Muschel erstmal aufbohren. Das hat mich 4 Steinbohrer gekostet und sehr viel Kraft. Und dann kann man diese Muschel zum Klingen bringen. Und ich habe damals in dem Berliner Museum, das war dieser Ruf, dieses Urinstruments, der Muschel, die aus dem Wasser kommt, die zum Tönen. Und die klingt wahnsinnig, wie eine Sirene. Steinzeitgeflüster ist entstanden als Auftragswerk des Berliner Museums. Vor 2 Jahren habe ich einen Anruf bekommen von dem Direktor, der fragte mich, ob ich eine Musik schreiben könnte für die Eröffnung des neuen Steinzeitsaals. Dann habe ich gesagt, ja, was stellen Sie sich vor? Sagt, ja, wie haben wir eine Steinzeitkomposition? Weil wir haben in unserem neuen Saal versteinerte Flöten und Trommeln. Steinerte Flöten und Trommeln, dann dachte ich, okay, ja, so ist es entstanden. Steinzeit assoziiert von der Musik her und von den Musikinstrumenten, die Instrumente, glaube ich, an die man durch Ausgrabungen sofort denkt. Die Knochenflöten, die 30.000 Jahre alt sind, oder die uralten Trommeln aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Das sind Dinge, die schon sehr alt sind und die uns heute sehr archaisch vorkommen und die einen sehr ursprünglichen Klang haben. Reinholds Stück liefert eine wunderbare Grundlage dafür, die dann in Kombination mit Mittelaltermusik oder anderer moderner Musik zu einem spannenden Konzertprogramm werden. Wenn wir unser Programm spielen, ich glaube, dann bieten wir dem Publikum ein sehr interessantes, weil wir als Duo eine Art Konversation führen. Und wir spielen ja auch andere Werke noch in diesem Programm, die eine wunderbare Ergänzung zu Steinzeitgeflüster sind, weil sie einen Brückenschlag aus alter Zeit in die Moderne, schaffen. Thank you.
Funktion von Musik für Steinzeitmenschen ist natürlich heute eine fiktive Frage, aber klar ist, dass über die Jahrhunderte gerade diese Instrumente, Schlagwerkinstrumente und auch die Flöten, ganz unterschiedliche und sehr prägnante Aufgaben hatten. Wir wissen nicht, wie das geklungen hat. Ich stelle mir das vor, dass die Leute damals kommuniziert haben. Die haben einfach kommuniziert. Die haben, vielleicht gab es die Sprache noch gar nicht, keine Ahnung, und die haben mit Lauten, haben die einfach probiert, sich zu verständigen. Der rote Faden ist vielleicht das Stück Steinzeitmusik, Steinzeitgeflüster. Interessant ist, dass alle Komponisten in unserem Programm vorkommen, sei es das Steinzeitgeflüster von Reinhold Westerheide oder auch die Werke von Rachel Cogan oder auch die Mittelalterstücke, die wir spielen. Alle Stücke sind von Komponisten, die auch auf der Bühne standen, also die diese Werke auch aufgeführt haben. Diese archaische Klanglichkeit, die mich als Flötisten an meinem Instrument immer fasziniert, aus Wind wird Musik, das zu entdecken bei einem Duopartner, der auf eine andere Art und Weise durch Berührung von einem Trommelfell ähnliche Dinge tut, das ist eigentlich das, was unser Duo ausmacht und was, egal welches Stück wir spielen in Steinzeitgeflüster, glaube ich auch rüberkommt, diese Direktheit und diese Ursprünglichkeit in Klängen. Der Unterschied zwischen einer modernen Blockflöte heute und einer Steinzeitflöte ist sicher, dass sich ein Instrumentenbauer heute ganz intensiv mit dem Instrumentenbau beschäftigt, nichts anderes tut. Und in der Steinzeit, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass so ein Musikinstrument vom Spieler selbst gebaut wurde. Das Schlagwerkinstrument und die diversen Flöten, ich glaube, sind die ursprünglichsten Instrumente oder der Ausdrucksmöglichkeiten, sich außerhalb der Sprache zu bedienen.